da jetzt rein? Aber ich sehe, dass da hinten auch noch was ist. Oder sieht vielleicht nur so aus. Aber hier kommen wir nicht dran. Hier auch nicht. Könnte der seinen Schlüssel versteckt haben? Der Goblin starrt euch ein aggressives Fauchen. Es ist schwierig. Ich glaube, da machen wir uns dann erstmal wieder hoch auf den Weg. Aber irgendwie müssen wir hier diesen Schlüssel dafür finden. Na gut. Vielleicht kommen wir da noch weiter. So, dann mal auf nach oben. Noch nicht. Lass mich in Ruhe. Was ist denn hier los? Ich kann nicht. So. Schlüssel. Mikrofon mal richten. Was war denn das jetzt gerade? Oh, oh, oh. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Amüsant Anomalien. Dieser kleine Band trägt den Namen Amüsante Anomalien und enthält Anekdoten über die heitere Seite der Nekromantie. Aus einer schelmischen Laune heraus erweckte ich eine verweste Leiche zum Leben. Dieses Ding torkelte und versuchte, mit einer verrotteten Zunge zu sprechen, während seine glitschigen Augen herunterfielen und Fleischfetzen auf den Boden platschten, was ich wirklich lustig anhörte. Ermuntert von dieser witzigen Einlage erweckte ich im Beisein meiner Schüler einen frisch verstorbenen jungen Mann zum Leben. Allerdings entfernte ich vorher sorgfältig jeden einzelnen Knochen, abgesehen vom Schädel. Der Anblick dieses hilflos schwabbelnden Fleischhaufens, kombiniert mit dem Ausdruck größter Panik in seinem zarten Gesicht, ließ die aufgesetzte Ernsthaftigkeit der versammelten Zuschauer weichen und endete in hemmungslosem Gelächter. Na da, sehr, sehr witzig. Uah. Mitnehmen, mitnehmen. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. So. Veredelung der Magieresistenz. Nee. Wo klopft irgendwas? Was auch immer, es ist nicht lustig. So. Jetzt gehen wir nochmal runter. Jetzt haben wir nämlich einen Schlüssel bekommen. Vielleicht können wir mit dem Schlüssel die komische Truhe öffnen. Ah.
Ah, na endlich. Seelenverbindungsvertrag. In dicken Buchstaben wurde mit Blut neben bizarren okkulten Zeichen der Name des Dämons geschrieben. Razzakil. Ne. Razzakil klingt da fast wie Raziel. Haltet einen Augenblick inne und lasst mich euch warnen, Drachenritter. Damians Gegenwart verfinstert das Trümmertal mehr und mehr, Stunde um Stunde. Die Eroberung des Drachenturms wird seinen Zorn hier und im Tal aufs Äußerste schüren. Solltet ihr dort noch etwas zu erledigen haben, so rate ich euch, dass ihr euch darum kümmert, bevor ihr euch Leiden entgegenstellt. Ah, gut zu wissen. Das heißt also, dass wir jetzt die Quests alle noch machen könnten. Wenn wir es jetzt aber nicht machen, würde dann wahrscheinlich die ganze Ebene kaputt sein oder weg sein. Was uns jetzt dazu bringt, dass wir auf jeden Fall hier nochmal speichern. Da denke ich mal, machen wir auch eine kleine Aufnahmepause. Und da kümmere ich mich mal darum, dass wir vielleicht größtenteils noch die Quests erledigen. Weil das würde ich nicht wollen, dass wir da jetzt ja, die Quests noch liegen lassen. Da ist ja noch das mit Ruhen. Erstmal muss ich wissen, wo wir überhaupt wieder hin müssen. Ach, ich glaube, das war unten. Ah, wir müssen runterlaufen. Ja, dass wir dann wahrscheinlich die, also, was heißt wahrscheinlich, das würde ich gern machen, dass wir die ganzen Quests noch machen. Und dann, ja, hätte ich auch kein Problem damit, dass wir dann die Ebene machen. Schwierige Sache, oder machen wir es doch? Nee, ich will schon die ganzen Quests schon mitmachen. Hier sind wir noch gar nicht lang gelaufen. Ah doch, na klar. Und da müssen wir jetzt runter. Genau, hier wollten wir hin. Gut, dass die uns nochmal den Tipp gegeben hat. Wollen wir wirklich das Trümmerteil verlassen? Was haben wir denn überhaupt noch für Quests offen? Banditen machen den Bewohnern des Trümmertals das Leben schwer. Aber zum Glück bin ich ja hier, um für Recht und Ordnung zu sorgen. Für jeden getöteten Banditen hat Hauptmann Roland eine Belohnung ausgesetzt, die ich bei ihm in der Kaserne erhalte. Natürlich nur, wenn ich Beweise einbringe. Okay, dann haben wir das ja eigentlich erledigt. Richard, der Champion von Alara, bietet mir Goldstücke für jedes Goblinherz, das ich ihm bringe. Leicht verdientes Geld, würde ich sagen. Ja, haben wir aber auch schon alles erledigt. Ein Banditen namens Regner will, dass ich seine Männer als Verstärkung diene, wenn sie im Tal eine Gruppe reicher Leute überfallen. Ich soll die Straße folgen, die von Urgas Vorteil in Richtung Turm führt. Ja, schwierige Sache. Eigentlich bräuchten wir auch gar nicht mehr die ganzen Quests.
Nee, wir gucken noch mal hinter ins Dorf. Und ich würde sagen, wir machen dann trotzdem mal eine kleine Aufnahmepause und ich überlege mir das noch, ob wir da wirklich das machen. Ob wir wirklich dann... Ist da auch so ein Klopfen? Wer weiß, aber dass wir, ob wir dann wirklich uns dann darum widmen, dass wir dann wirklich eben das hier verlassen, das Land. Ich weiß ja nicht, ob wir das dann nie wieder sehen, irgendwie das Land. Oder ob das eben nur so eine Warnung ist und... Schön. Dass wir eben eine lange Zeit nicht mehr sehen, das Land. Aber mir wäre eigentlich das nicht recht, weil man bestimmt hier noch einiges erledigen könnte. Ist schwierige Sache. Ich glaube, hier war ja auch noch irgendwas gewesen. Machen wir alles kaputt hier. Kann nicht mit Schlösserknacken geöffnet werden. Oh, jetzt hat mein Kiefer geknackt. Aber hier ist noch so eine... Waren wir hier unten schon gewesen? Ah, stimmt. Ich glaube, hier unten haben wir dann... Buch gefunden, wo wir den damals überführt haben. Aber vielleicht finden wir trotzdem hier irgendwas Hilfreiches noch. Naja, aber nicht Kisten scheint auch nichts mehr zu sein. Da wird hier oben wahrscheinlich auch nichts mehr sein. Nee. Nur gut, dann machen wir uns hier mal wieder raus. Ist ja nichts mehr zu finden. Ja, okay. Na gut, dann machen wir jetzt nochmal auf den Weg uns ins Dorf und dann würde ich sagen, tun wir dort in den Dorf nochmal. Stirb! Und so, ja, wie gesagt, machen wir jetzt nochmal uns hoch ins Dorf. Da mache ich erstmal einen Speicherpunkt. Dann schreibe ich wieder auf mein schlaues Zettel für Divinity hin, dass wir nochmal mit allen Leuten reden werden. In diesem Dorf. Und ich werde mich mal erkundigen. Ja, das werde ich machen. Wie man diese restlichen Quests, diese 3-4 Quests oder wie viele das sind, noch sind, erfüllt. Das ist ja einmal mit diesen Ruhen. Ihr habt es Robin aber gezeigt. Ein Dämon ist in meinen Augen auf jeden Fall stärker als ein Wildschwein, egal wie groß das Viech ist. Ja. Ich glaube nicht, dass ich den Mut hätte, einem Dämon gegenüberzutreten. Wenn man weiß, was zu tun ist, sind sie nicht mehr so furchterregend. Seid auf der Hut!
Ich glaube nicht, dass ich den Mut hätte. Ich weiß es aber nicht. Und ich will es auch gar nicht wissen. Okay. Diese Dämonenklaue ist eine tolle Jagdtrophäe. Jetzt hat er Trümmertal etwas, um sich meiner zu erinnern. Werden wir Drachentöter. Vor allem, wenn ihr uns auch den Kopf des Drachen bringt. Ja, toll. Ah, ihr seid es wieder. Was kann ich für euch tun? Ich hoffe, die Goblins werden eines Tages Richard das Herz rausreißen. Wobei, er hat ja gar keins. Ihr hattet keinen Ärger mehr mit Logan. Nein, das habt ihr... Warum? Ich wollte gerade sagen, warum rennt denn der nicht? Oh, da klingelt mein Telefon. Na gut, dann machen wir mit einer Aufnahmepause und tschüssi.